So, hallo Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Metroid Prime. Fast! Let's of Zelda Skyward Sword. Ja, im letzten Part. Was haben wir da gemacht? Wir sind viel rumgeirrt, bis ich dann am Ende des Parts irgendwie doch noch herausgefunden habe, wie es weitergeht. Wo ich kurz davor war, wieder nachzuschauen, aber wir haben jetzt eine Menge Hinweise bekommen. Wir sollen doch, zum Maschinenraum? Nee, wir sollen vorher, bevor wir den Maschinenraum aktivieren, den zweiten Stromschalter umlegen. Genau. Genau, und der müsste hier sein. Oder? War doch so. Jawohl. Es stellt sich nur die Frage, wie kommt man da rein? Und um das zu klären... Genau, da muss ich rein. Fragt sich nur, wie ich da reinkomme. Tutentu. Das ist echt die gute Frage. Wie kommt man da rein? Ich geh jetzt erstmal da runter, weil es interessiert mich jetzt. Was hat sich jetzt bewegt? Weil irgendwo haben wir irgendeinen Schalter umgelegt und da hat sich irgendwelche Plattformen bewegt. Ich weiß bloß nicht, wo das war. War das hier unten vielleicht? Kann das sein? Dass sich hier unten irgendwas bewegt? Weil müsste ja. Ich wüsste nicht, wo ich sonst hin sollte. Schauen wir mal. Hat sich hier was bewegt? Nein. Hier was bewegt? Nein. Wo ist es dann? Da ist der Maschinenraum, glaube ich. Hä? Jetzt bin ich schon wieder an derselben Stelle. Ich weiß schon wieder nicht, wo es lang geht. Das gibt's doch nicht! Ah! Da komme ich mal 10 Minuten weiter und dann stecke ich schon wieder fest. Das ist ja unfasslich. Unfasslich hier. What the fuck? Warum stecke ich denn schon wieder fest? Oh Mann, dieses Spiel macht mich fertig. Das gibt's halt wirklich nicht, ne? Warum? Komme ich denn schon wieder nicht weiter? Mann! So ein Mist. Kann ich hier drin noch irgendwas machen? Vielleicht. Keine Ahnung. Dinge. Wenn ich mir den Stromschalter aktiviere, der bringt mir doch nichts. Plopp. Gehen wir nochmal da rein. Also das ist ja schon mal Quatsch, was ich jetzt hier probiere. Ja, das macht eh nur das, die Luke da, dran, da drüben auf. Hä? Ich blick es schon wieder nicht. Es ist unfasslich. Hier brauche ich einen Schlüssel. Was ist das da? Ach, der Vogelstatue, okay. Hier komme ich nicht rein, weil da der Zaun ist. Die Kiste habe ich geöffnet. Da unten ist die Flamme. Und ganz unten. Hm. Und was ist das hier? Zweiten Untergeschoss ist irgendwie so ein X markiert. Was ist das? Also Fakt ist, ich muss nach unten. Weil hier oben gibt's nichts. Fakt. Ich muss nach unten. Unten muss irgendwas sein. Es kann doch nicht sein, dass ich dann nur Hinweise bekomme. Nochmal auf die Karte schauen. Okay, ich geh jetzt außen rum. Okay. Ja, genau. Und da ist die Flamme. Okay. Das da hinten irritiert mich. Warum war ich denn da hinten noch nicht drin? Gab's hier nicht? Dem. Achso. Aha. Ich spreche nochmal mit euch.
Hast du einen Schrumpfschein benehmen? Man muss noch einmal um die. Betäche ich noch einen Schrumpfschein und hol mich hier raus. Ja, wie mache ich das, Friend? Wie mache ich denn das? Meiner, komme ich dann hier drauf und dann kann ich hier irgendwas tun, so viel ist klar. Was muss ich tun? Kann ich irgendwie noch einen Schalter aktivieren oder sowas? Entschuldigung. Das wäre zu einfach, ne? Was muss ich tun? Wie ich zu diesen Kisten reinkommen, das ist immer noch die Master Question. Hä? Bin schon wieder verwirrt. Unglaublich. Aber wahr, ich bin schon wieder verwirrt. Ah, hier. Nee. Kann ich doch irgendwie nichts machen, jetzt mal ehrlich. Hier komme ich nicht rein und da unten kann ich nichts tun. Hä? Wo waren denn diese Plattformen, die sich bewegt haben? Wo war denn das? Kann ich hier irgendwie noch was aktivieren? Ich kann da durchschießen, so viel ist klar. Aber da muss ich erstmal da reinkommen. Und um da reinzukommen, muss ich den Schalter ausmachen. Und hä? Und wenn ich den Schalter aber ausmache, komme ich nicht mehr da rein. Das ist ganz komisch. Geh nochmal raus. Konnte ich hier noch irgendwo hin? Hier ist auch markiert. Ah, ne, ist ja noch dasselbe Gebiet. Tja. Pff. Ja, Leute, ihr seid lustig. Hä? Wo geht's hier hin? Hier war ich schon. Das hat keinen Zweck. Hä? What? Das bringt mir aber auch nichts. Hä? Nee. Ich versteh's nicht. Wo muss ich hin? Oh. Wag es dir nicht, mich. Du Ekelhafter. Hör auf rumzudröhnen, du nervst. Ja, und hier war dieses. Hä? Wo muss ich denn hin? Das gibt's ja nicht. Wie kann man denn so unfähig sein, so wie ich? Das geht doch gar nicht, jetzt mal ehrlich. Ich übersehe wieder irgendwas. Irgendwas absolut offensichtliches. Ich weiß es. Ich komm bloß nicht drauf. Ja, das ist Quatsch. Das ist Quatsch, die Tür. Ah! Leute! Nee, das ist blöd. Was muss ich tun? Auch jedes Mal. Frag ich mich das wieder. Das Ding jetzt so aktiviert, das deaktiviert, das bringt mir doch nichts, oder? Ich mag's trotzdem nochmal. Ich wüsste echt nicht, wo ich sonst lang gehen sollte. Ah.
hier ist ja dann alles zu. Oh, Mann, regt mich das auf, dass ich da jedes Mal außer Puste bin. Jetzt komme ich ja hier nirgends rein, ne? Das ist schon echt blöd. Und wenn hier aus ist, kann ich hier unten vielleicht noch irgendwas machen? Ich weiß es nicht! Ich warte schon wieder überall! Das gibt es nicht, ne? Oh, jetzt sind ja diese Viecher. Lasst mich in Frieden, Mann. Meint, jetzt komme ich dann hier da unten da durch. Hier drüben. Da bringt mir das irgendwas. Zweifel ist ja irgendwie. Oh Mann, Viecher nervt. Blöd. Ist es blöd? Ich weiß nicht, was ich tun muss. Das führt zu nichts. Das bringt nichts. Ich weiß es nicht. Och, Mann. Oh, jetzt habe ich den ganzen letzten Part damit verbracht, nichts zu tun. Jetzt verbringe ich den Part schon wieder damit, nichts zu tun. Das ist einfach nur toll. Nein, ihr seid schuld. Alter, lasst mich doch in Ruhe. Was muss ich tun? Ich hab keinen Plan. Also. Ich weiß es nicht. Oh Mann, ist das doof. Blöd ist das. Es muss irgendwas sein. Es kann nicht anders sein. Es muss da irgendwie. Dass ich da unten irgendwas tun muss. Ja, das war verschossen. Geil. Uff. Jetzt gehe ich zum wievielten Mal darunter? Ich weiß es nicht. Wie zu oft. Warum ist hier zu? Ich raff's nicht. Wie soll ich denn... Was hat das für einen Sinn? Wenn ich erst in den Raum rein muss, um dann den Schalter zu aktivieren, dass ich da wieder raus kann. Ich verstehe halt echt den Sinn dahinter nicht. Schaut euch den Schalter nicht an, der ist vollkommen unnütz. Wie komme ich denn da rein, Mann? Offensichtlich ja durch diese Tür. Nur wie. Kein Plan, Mann. Da ist aber nirgendwo ein Loch in der Decke oder so. Das muss hier irgendwo muss was sein. Fragt sich halt echt nur was. Ich höre es hier doch auch bewegen, oder nicht? Ja, das ist da drüben. Nur wo bin ich denn jetzt? Da drüben ist irgendwas zum Kriechen. Ganz komisch hier. Hier komme ich erst rein, nachdem ich die zwei Dinge aufgemacht habe. Hä? Keine Ahnung, Leute. Ich beende an dieser Stelle den Part. Ich schaue nach. Es hilft ja nichts. Dann sieht sich dann beim nächsten Mal wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.